Weapons don't have instincts. Weapons don't have loyalty. Weapons don't have judgment. Willkommen zu einem neuen Gameplay-Kommentar. Wieder mit Phil und mir in unserem, Hallo. In unserem großen Studio. Ja. Und wir haben die Beta von Black Ops 3 gespielt und hatten sehr viel Spaß. Gerade sehen wir noch den offiziellen Launch-Trailer. Und den Anlass nutzen wir, um mal kurz zusammenzufassen. Phil, wie hat dir die Beta gefallen von Black Ops 3? Sie hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Das letzte Call of Duty, was ich gespielt hatte, war Advanced Warfare, also wirklich der letzte Ableger. Und den fand ich nicht so geil, weil der mir irgendwie zu schnell war und zu überladen und sowieso. Und Black Ops 3 macht genau die richtigen Schritte und hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ja, das Fazit teile ich auch. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Der Trailer, den wir jetzt gerade sehen, der hat nicht so viel versprochen, finde ich. Die hat genau eine richtige Geschwindigkeit getroffen. Es ist schnell genug, es ist aber auch nicht irgendwie zu schnell. Die Waffen haben mir sehr gut gefallen. Dieses neue Klassensystem, das sehen wir aber auch gleich im Einsatz quasi. Das hat mir alles sehr gut gefallen und es ist fast ein bisschen schade, dass die Beta schon rum ist. Genau, das habe ich mir nämlich auch heute Morgen gedacht, als ich dachte, ich kann jetzt überhaupt kein Black Ops mehr spielen. Und wir müssen tatsächlich bis November warten und bis dahin erscheint gar nicht mehr so viel Multiplayer-Kram, oder? Weiß ich gar nicht. Welches Jahr haben wir jetzt? 2015? Ja, so. Also Mad Max kommt halt. Apropos so. Mad. Wir sehen jetzt die Mad-Skills von Phil im Video. Die sind nicht so gut, ne? Ja, also, warum? Das fängt auch sofort an mit einer Killcam, wo ich offenbar gestorben bin. Ja. Und das war wirklich eine meiner ersten Runden. Und man muss dazu sagen, ich bin Shooter vom PC gewohnt. Das heißt, so ein Gamepad ist für mich, als wenn ich quasi eine neue Sprache lernen müsste. Noch schwerer eigentlich. Genau, das muss man dazu sagen. Wir haben das auf der PS4 aufgenommen. Und ja, da hatte Phil offensichtlich Probleme. Also ich bin es gewohnt. Ich kenne das von Battlefield und so. Ich spiele da ziemlich viel auf der Konsole. Und ich bin sehr schnell reingekommen. Ich war nicht unbedingt jetzt sehr gut, aber ich bin gut reingekommen. So. Das kann man schon sagen. Also ich bin auch sehr gut reingekommen. So. Ich glaube, nach den ersten 10 Leveln war ich auch relativ gut, möchte ich mal behaupten. Und die ersten Level waren... Was soll das? Das stimmt übrigens. Also wir sehen ja gerade... Ne? Das ist am Anfang. Ja, okay. So, und da habe ich auch noch die Frau mit dem Bogen gespielt. Die hat mir am Anfang richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich aber... Vorsicht, Sexismus, oder was sagst du jetzt? Nein. Achso. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also, aber dann ja. Habe ich festgestellt, bei dem Bogen muss man ja richtig gut aimen können. Ja. Und das kann ich nicht. Von daher habe ich eher den Ruin gespielt. Und der kann nämlich, wie der Titan bei Destiny, einfach in den Boden rammen. Ah ja. Und das ist halt voll easy, weil das kann sogar ich. Und da töte ich 3 Leute auf einmal und dann kriege ich nämlich richtig die Killstreak und Respekt auf den Server. Du sprichst wie so ein... Ja. Sag mal, wie findest du denn, dass diese Spezialfähigkeiten irgendwie overpowered waren? Also fandst du die zu krass von diesen Charakteren? Also vielleicht zur Erklärung, jeder dieser Charaktere, die man da auswählen kann, also von den Klassen, die haben so bestimmte Superkräfte. So manche können da irgendwie eine super krasse Waffe aktivieren, vorübergehen, andere springen in die Luft und machen so eine Energiewelle. Fandst du das zu krass, Phil? Oder fandst du das okay? Ich fand das sehr gut. Also es ist tatsächlich da sehr balanced, bis auf diesen komischen, ich weiß gar nicht, wie man den nennt, diesen Roboter-Typen, der halt diese kleine Minigun hat, die fand ich zu stark. Ja. Und im Gegensatz zu den anderen, so ein Typ hat halt so ein Elektrogewehr und so eine andere Frau, die hat so einen Revolver. Da hat mich genervt, dass die immer, wenn man das aktiviert, ja, was machst du da? Ja, immer wenn man das aktiviert, dann kommt erst so ein Waffen-Move oder so und das ist so eine wertvolle Sekunde, die verloren geht, ja. Also wenn ich meinen Revolver aktiviere, dann will ich sofort schießen, aber das geht meistens nicht und dann sterbe ich und dann passiert, obwohl hier, ich bin übrigens auf Platz 2. Naja gut, aber es war auch eine Krückenrunde so insgesamt. Ja, die war sehr gut. Naja, ja. Und auf jeden Fall, da muss noch so ein bisschen nachgebessert werden, aber im Allgemeinen muss ich sagen, die Beta hat schon gezeigt, das Balancing ist richtig gut gelungen. Mhm. Ja, und ich hoffe, dass das dann im finalen Spiel auch so ist. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe gerade Angst, weil da so viel schwarzer Bildschirm zu sehen ist, okay, alles gut, alles in Ordnung. Ja, hier sieht man übrigens, das fand ich sehr schön, das kann man auch noch schnell zum Abschluss noch sagen. Ich fand es extrem motivierend, was da so passiert ist mit Belohnungen und freischaltbaren Waffen und so weiter. Man hat immer das Gefühl, egal was man macht, irgendwie kommt man im Fortschritt voran und die Sachen, die man ausrüsten kann, machen extrem viel Spaß. Also die Sachen sehen cool aus und ergeben irgendwie auch Sinn. Und ja, ich bin gespannt, ob vielleicht nicht noch ein bisschen mehr Waffen dazukommen werden im fertigen Spiel, also ob ein bisschen mehr Tiefe reinkommen wird. Aber so wie es momentan war, würde ich sagen, Mensch, das würde ich mir direkt kaufen. So fast blind aus dem Regal quasi. Ja, das ist tatsächlich sehr gut. Es ist halt, ich finde, es ist der perfekte Mix aus dem Standard Call of Duty Gameplay, Destiny und Counter-Strike.
Und das ist eine sehr gute Mischung und mit dieser Mischung verabschieden wir uns, denn sie ist perfekt. Sehr gut von mir zusammengefasst. Denn sie ist perfekt. Und ja. Wer was anderes sagt, der kann eigentlich abhauen, ja. Weil das stimmt nicht, was er sagt. So, was wir jetzt wahrscheinlich noch sehen werden, ist ein bisschen Gameplay-Material. Das lassen wir euch kurz zum Outfading, da auch von Phil aufgenommen. Aber er nimmt so gut auf, wie er spielt, nämlich ohne Ton manchmal. Deswegen, das kann ich kurz erklären. Nee. Das ist technisch bedingt. Ja, genau. Wir sagen tschüss. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und auch Zuhören. Ja. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, hier ist es sehr warm und eng. Es geht gerade noch. Ja. So. Ich singe aber nicht. Ich habe meinen letzten Videos eigentlich gesungen. Das möchte ich nicht. Mach mal den Sound, wenn man bei Call of Duty auflevelt zum Abschluss. komm. Mach. Du. Genau so. So, tschüss. Ciao.